Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Space Engineers. So, jetzt hupsi, muss ich erstmal hier mein Zeugs wieder einsammeln. Halt. Und dann machen wir weiter an unserer Basis. Mal gucken, ob sie überhaupt noch steht oder ob sie schon zusammengeballert wurde. Ich hoffe doch, sie steht noch. So, da außen ist zu. Das ist gut. Helm zu und Türchen auf. Okay, sie steht noch. Sehr schön. Dann als nächstes. Wo waren wir denn eigentlich stehen verblieben? Das ist auch schon wieder eine ganze Zeit lang her, dass ich zuletzt aufgenommen habe. So, wir haben Gravitation. Wir haben das erste Hilfeset. Jetzt sind wir hier eigentlich fast so weit durch, oder? Ah, hier können wir vielleicht noch ein Gitter oben drauf bauen. Wo sind diese Fenster? Hier. Das könnte man vielleicht noch oben drauf bauen. So. Ja, das geht dann so. Dann hast du hier deine Toilette, dann hast du hier die Dusche. Passt. So, Spinde und das Zeug. Da ist noch ein Fenster. Da haben wir so einen Essensplatz. Was könnte man noch so alles herbasteln? Wir haben Lüftung. Haben wir auch hier. Oxygenbehälter, die sehr leer noch sind. Sonne steht da oben. Wie ist mit der Effektivität? Die ist nicht mehr so groß. Gut, dann brauchen wir hier unten. Was bist du denn? Ein Hydrogenmotor. Bauen wir den mal. Als Notstrom. Dann brauchen wir noch einen Vorratscontainer. Dann brauchen wir noch. Was brauchen wir sonst noch? Da ist ein Sauerstoffgenerator, das ist schon mal gut. Tanks haben wir. Container kommen da noch mit dazu. Vielleicht noch eine Batterie oder zwei. Das wäre vielleicht noch ganz gut. Jetzt brauchen wir erstmal hier. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Nochmal Material dafür. Achso, warte. So. Zwecks der Einfärbung. Batterie, Batterie, Batterie. Zack. Kann man hier noch welche mit herbauen? Halt, warte, da bauen wir gleich die zweite mit dazu. So. Ach nee, nicht du. Du. So, dann ist das ein bisschen mit im Asteroiden drin, aber das macht nichts. Ist ein Mining-Transport. Nee, wir bräuchten irgendwas mit noch mehr Feuerpower, wenn wir sowas machen wollen, weil die holen, glaube ich, Verstärkung, wenn sie angegriffen werden. Muss man mal gucken. So. Jetzt haben wir diese, jene, welche. Und vier Batterien, Freunde, das sollte eine ganze Zeit lang reichen. Da müssen wir hier hinten vielleicht dann noch so eine kleine Wand mit dazu ziehen, aber das macht nichts. Oder wir machen hier auf die Seite dann noch Solarpanels mit drauf, wenn die Sonne da lang geht. Das könnte man auch machen. Aber das schauen wir uns dann später mal an. So. Weil die Solarpanels, die schauen ja eigentlich noch ganz gut aus, ne? Ja, ja, die kriegen noch ganz gut ab. Wenn man sich das anguckt, sind die in 6 Stunden sind die aufgeladen. Weil die bekommen 500 kW. Boah, das reicht. Das ist gut. So, dann haben wir gesagt, brauchen wir Container. Mittlere Frachtcontainer gehen ja hier nicht und ein großer ist einfach zu groß. Da wollen wir uns dann einfach hier kleine Frachtcontainer holen. Und die können wir ja dann hier hinten eigentlich dran flanschen. So, machen wir gleich eins, zweimal. Hier muss ja auch nicht die Welt an Ressourcen lagern. Wir sind nur ein Zwischenposten.
Wo man mal tanken geht, wo man mal sich ausruht, wenn denn sowas nötig ist. Ich sollte aber trotzdem irgendwie eine Produktionseinheit hier haben. Falls man Reparaturen durchführen möchte, ne? So, warte mal, der hier geht jetzt erstmal aus. Produktionseinheiten sollten trotzdem gestellt werden. Aber eine Raffinerie braucht wieder so immens viel Platz, ne? Die braucht wieder so immens viel Platz. Na, komm runter. So, wenn man dann diesen Assembler hierher baut, hätten wir schon mal was, womit wir dann Materialien herstellen könnten. Und eine Raffinerie braucht man hier eigentlich schon fast, ne? Weil wer weiß, ob man hier nicht Platin oder Uran verarbeiten möchte, ne? Das ist schwierig. Was haben wir an Platz? Tü, Raffinerie. Hä? Man könnte sie hierher bauen, durchaus. Da steckt die halbe Masteroin. Wollen wir da den nächsten Anschluss da oben seitlich? Okay, warte. Wenn wir den da hinbauen. Noch eins? Das müsste doch funktionieren, oder? Na, schauen wir mal. So, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir dann weiterfliegen, müssen wir noch Eis besorgen. Und wohin geht es als nächstes? Ich persönlich würde ganz gerne vielleicht auf den Mond fliegen, wo auch immer er sich jetzt gerade versteckt. Dahin. Da würde ich vielleicht gerne als nächstes einmal landen. So, wie machen wir das mit der Verteidigung? Wir brauchen auf jeden Fall in alle Richtungen mindestens ein Gatling-Geschütz, ne? Hm. Na, pass auf, jetzt machen wir erstmal, was brauchen wir denn sonst noch? Raffinerie haben wir und das haben wir. Ein Anschlussstöpsel bräuchten wir irgendwie, ne? Den können wir ja hier zur Not noch rausmachen. Und da führen wir den hier hoch, oder? Führen wir den vorne raus. Den könnte man theoretisch auch vorne rausführen, weil da hat man am meisten Platz. Aber da würde ich vielleicht hier seitlich von einfach nach vorne gehen, bis hierher. Und dann kann man mit dem Raumschiff einfach da andocken. Das ist, glaube ich, am sinnigsten. Jetzt machen wir natürlich hier die Verbindung noch. Ah, dann machen wir eins. Achso, so, machen wir noch ein Förderband mit her. Weil da bauen wir dann nochmal einen Container mit her, einen kleinen. So, und das soll dann eigentlich genügen. So, was wohl gerade auf der Erde los ist? Könnten ja einfach mal aus Versehen sterben. Nein, tun wir natürlich nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn ich das nächste Mal da runterkomme, was sich da alles so geändert hat. So. Jetzt brauchen wir hier die Jungs. So, ich glaube, das ist lang genug, ne? So. Huch. Nicht den Ding ausmachen, das wäre auch eher doof. So. Und die Gatlings, da war ich am Überlegen, ob ich die einfach hier hochziehe. Oben noch eine Verteilung mache. Und dann da die Gatlings draufsetze. Wäre, glaube ich, ganz okay.
Tja, haben wir... Ja, wir haben da vorne noch so ein Röhrchen, dass man eventuell hier vorne sogar noch eine Gatling mit drauf platziert. Falls aus der Richtung vom Mond einer kommt und uns hier vorne dann die Solarpanels beschießt, ist natürlich doof, ne? Weil die dann hier draufstehen, die Gatlings, und die von einer ganz anderen Seite kommen. Also, Material. Dann nehmen wir uns gleich Material vom Verbinder mit. So, wo hat er sich versteckt gehabt? Der Komplett, der war, glaube ich, hier mit drin. Ne, nicht Auswurf. Verbinder. So. Wenn alles geklappt hat, ist ja jetzt einmal die Folge bzw. das Video rausgekommen mit den Informationen über den Server. Und da bin ich mal gespannt, wie es da läuft, ehrlich gesagt. Weil man kennt es ja, alle wollen immer mitmachen. Und jetzt möchte ich ja die Verantwortung einmal abgeben, weil ich stelle ja momentan... Ich stelle ja momentan einen Server. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die Leute zusammentun und einen Server zusammenkriegen. Da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich falsch. Es kommt ja jetzt demnächst ein neues DLC für Space Engineers raus. Vielleicht ist es ja auch schon heraus, wenn die Folge hier kommt. Man wird sehen, man wird sehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Und bin gespannt, was da alles Neues kommen mag. So, wo haben wir denn? Haben wir hier noch... haben wir hier noch viel Eis drin? Weil dann könnten wir uns einfach das Inventar mit Eis vollklatschen. 600, 300, 300. Nee, da ist nicht besonders viel drin. Müssen wir hier mal gucken. Hier hatten wir, glaube ich, noch 2 Millionen Einheiten drin, oder? Wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Eis. Ja. Dann nehmen wir einmal hier... 50.000 Einheiten mit. Die packen wir hier einfach mal in einen Container. Sollte sich ja dann der Sauerstoffgenerator einfach mal krallen. Theoretisch. Oh, ich habe Mist gebaut. Hihi. Warte. Hier noch ein Conveyor mit hergestopft. So, und jetzt sollte das funktionieren. Genau, da ist es weg. Da sollten wir jetzt einiges an Sauerstoff bekommen. Tja. Jetzt sollte auch unser H2 funktionieren, dass wir uns das einmal aufladen. Genau. Sehr schön. Läuft, läuft. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch eine Luftschleuse. Dann machen wir das hier. Oh, wir haben keine Stahlplatten. Ich sollte die Hintergrunddurchsichtigkeit vielleicht noch ein bisschen erhöhen. Weil es sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, weil ich hatte ja mein komplettes System hatte ich ja erneuert. Deshalb ist das jetzt gerade alles ein bisschen anders, sag ich mal. So, hier machen wir dann noch ein paar Schrägen rein. Genauso wie hier. Und dann machen wir einfach Fenster rein, ha? Hat doch was. Ein paar schöne Fenster. Und dann haben wir hier eine Luftschleuse. Die mache ich jetzt ohne, na, wie heißen die Dinger? Ohne Sensor. Die mache ich jetzt ohne Sensor. Einmal zwei. Ja, braucht die invertierten, die hier. Achso, Träger. Na gut. Die mache ich jetzt ohne Sensor, weil mit den Sensoren kann man ja einstellen, dass die beispielsweise automatisch zugehen bzw. aufgehen.
Aber ich bin da nicht so ein Fan von diesen automatischen Aufzugdingern. So, weiter kommt hier eins her und da kommt da eins her. So und so. Eigentlich könnte man hier auch so eine Schräge reinbauen, ne? Und dann die dementsprechenden Türen rein. So, pass auf, da brauchen wir dann diese jene welche. Diese Offset-Türen. Tü-lü-lü. Hui. Ja, es ist natürlich so, weil ich es ja gerade von dem neuen Server habe, wo ich noch nicht weiß, ob der auch wirklich so existent wird. Ich werde natürlich nicht meine kompletten Bauten, die ich hier jetzt schon habe, auf dem anderen Server haben, ist klar. Aber ich werde dann natürlich mir Mühe geben, dass ich dort auch eben sowas Schönes, Funktionelles oder Cooles, wie auch immer man es nennen möchte, so wie hier Zusammenbau. Also es ist dann kein Larifari-Projekt, sondern das soll auch wirklich gut sein. Deshalb, tja, man darf gespannt sein. Ich baue schon, Achso. Dann nehmen wir das nochmal mit. Oh, da ich gerade hier bin, ich muss mich ja auch noch umziehen, ne? Sehe ich gerade an meinem Schweißgerät. So, jetzt ist hier ein Fenster davor und gut ist. Das machen wir mal gleich. Das mache ich nicht hier. Das mache ich an der Medical Station unten. So, und zwar hätte ich gerne Helm. Welchen Helm hätte ich denn gerne? Zebra, Wood. Der sieht ganz cool aus. Der Miner sieht ganz cool aus. Ich glaube, ich bleibe beim Lava. Dann Suit hätte ich gerne meinen Skeleton Suit. Handschuhe, dann nehmen wir die Zombies. Füße nehmen wir auch die Skelett. So. Tools. Brauchen wir Zebra. Skeleton. Ach, ich nehme oft das mal den Skelett. Einfach so, weil er toll ist. Retro, proper. Hatte ich eigentlich einen Skeletthelm? Nee, ne? Das ist das Einzige, glaube ich, was mir noch fehlt. Und die Handschuhe. Ja, ein Soldier. Bei den Riffle, da nehmen wir den Lava. Oder Zombie? Nee, da nehmen wir die Lava. So. Jetzt sieht das alles wieder ein bisschen besser aus. Gut. Dann müssen wir uns jetzt dann nur noch Gedanken über die Verteidigung machen. Und dann schauen wir mal, wo wir denn hier in der Nähe Eis haben. Also wie es aussieht, der da hinten könnte eventuell Eis haben. Oder der da. Die schauen recht hell aus, die Kumpels. Wollen wir mal schnell zu dem Signal fahren? Das ist das Schöne im Weltraum. Du schubst dich einmal an und dann fliegst du automatisch bis zu dem Signal hin. Was hat denn hier der Schatten gerade für Probleme? So, du fliegst aber nicht weg, oder? Doch, du hast Triebwerke. Ich habe keine Munition mitgenommen. Ist das dein Ernst?
Ja, tschüss, ne? Du hast nämlich keine Dämpfer. Okay, das war jetzt auch eher dämlich, dass ich das gemacht habe. Wo nicht? Aha. Oh Mann, oh. Da ist ein Fragezeichen, da ist Gold. Das sind meine Signale, ich glaube. Da drüben. Aha. Ja, Freunde, ich muss jetzt erstmal meinen Asteroiden suchen. Ich sag mal, vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssikowski.